Jo Freunde, Tillossi hier und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part der Pokémon Gelb Randomizer Nuzlocke Challenge in der Hardcore-Variante, Leute. Wir sind vor Prismania City, sind jetzt auch in Prismania City und wir haben in diesem Part einiges vor. Denn unter anderem steht in diesem Part noch nicht die Arena bevor, denn Leute, ganz das ist das Wichtigste, was ich noch ansprechen wollte in diesem Part. Der Arenaleiter Koga hat vier Pokémon von 43 bis 50. Ich weiß nicht, was sich Game Freak bei der Game-Edition gedacht hat. Bei der roten und blauen war das noch nicht so, aber bei der gelben hat er unglaublich starke Pokémon. Aber warum? Schaut euch mal bitte meine Pokémon an. Seht ihr das? Unser stärkstes ist Maxwell, unser Starter, mit 35 und er hat ein O-Mod, was ja auch randomized ist, also es wird ein anderes Pokémon sein, auf Level 50. Stellt euch mal vor, Mewtwo, Arctos, Zapdos, irgendwas. Stellt euch das mal vor. Das heißt, in diesem Part gehen wir in die Safari-Zone, versuchen neuen Encounter zu fangen, gehen auch rechts zur neuen Route neben der Stadt, da sind auch wieder neue Encounter und auch mehrere Trainer, die wir ja besiegen müssen, Leute. Sonst haben wir keine Chance in dieser Arena, sonst ist diese Nuzlocke bald verloren. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und noch etwas, eine gute Nachricht, wir haben jetzt gleich ein neues Teammitglied. Im letzten Part haben wir einen Simsala und einen Arcani gefangen und, okay, das war mein Viren- und Bedrohrschutz-Windows-Sicherheitssystem, alles klar. Was wollte ich sagen? Im letzten Part haben wir ja zwei Pokémon gefangen, oder drei Pokémon, Porenta ja auch, und ihr habt fleißig abgestimmt und die meisten waren dafür, dass wir auf jeden Fall Simsala mit ins Team nehmen. Aber ich habe mir jetzt etwas gedacht, Leute. Wir werden nicht das Porenta ablegen, weil wir brauchen eigentlich noch Fliegen und Porenta ist einfach cool mit Schwertanz. Also ich feiere Porenta, auch wenn es schwach ist, ich feiere trotzdem Porenta. Und Mr. Fabo, du bleibst erstmal im Team. Denn ich habe mir überlegt, das gute Benji abzulegen, das gute Turtok. Ich weiß, ich habe mich tierisch über Turtok gefreut. Allerdings haben wir, kann ich euch jetzt gleich zeigen, wir finden in der Safari-Zone die VM Surfer. Das wäre perfekt für Turtok, aber das ist auch perfekt für Nico, für Dragoran. Denn wir haben Blubstrahl noch drauf. Wir werden natürlich Blubstrahl für Surfer wegmachen. Und dann hätten wir ein Pokémon mit der VM Surfer. Und dann hätten, sonst hätten wir noch ein Pokémon für den VM Surfer. Und ich brauche nicht zwei Mons mit Surfer. Obwohl wir jetzt zwei Mons mit Psychokinese bald haben. Es ist okay, ja, ich verstehe es. Aber Psychomons sind die stärksten Psycho ist der beste Typ, glaube ich, in der ersten Gen, ne? Richtig, besser als Drache, ne? Weil Psycho hat in dieser Gen, glaube ich, keine Schwäche. Geist trifft es, glaube ich, nicht so effektiv, wurde mir gesagt. Und Psychokinese trifft alles normal bis sehr effektiv, außer, glaube ich, Psychomons. Also ich glaube, noch kann es keine Psychokinese, Leute. Auf Level 31 bekommt es Genesung, auf Level 7 oder 38 bekommt es Psychokinese. Und deswegen werden wir Merlin jetzt trainieren. Wir müssen erstmal Merlin noch heilen. Das ist der Plan für heute. Merlin trainieren, in die Safari-Zone gehen, neue Encounter fangen. 2-3 Stück haben wir mindestens. Wenn wir es schaffen, in der Safari-Zone überhaupt einen Encounter zu fangen. Aber wir haben ja noch dann woanders hier in der Stadt noch die Chance. Und rechts daneben, bei einer neuen Route, haben wir auch nochmal die Chance auf einen neuen Encounter. Auf mindestens einen neuen Encounter. Und ja, Leute, ich glaube, hier kriegen wir die Profi-Angel, denn wir werden in dieser Stadt angeln, Leute. Wir werden in dieser Stadt angeln. Jetzt wollte ich aber noch was machen. Genau, ich hab's vergessen. Ich hab's voll vergessen, dass man Items ablegen kann, Leute. Ich hab das voll vergessen, dass man Items ablegen kann. Und zwar muss man einfach vom PC auf Zelos gehen. Und jetzt kann ich endlich Items ablegen. Dann haben wir nicht mehr die Chance, die nervigen Sachen mit dem Items. Also wir haben ja sonst immer nie Items nehmen können und immer irgendwas ablegen müssen, wegwerfen müssen, verkaufen müssen, weil ich vergessen habe, dass wir das hier alles ablegen können. So ein... Nein, Karte nicht! Ah, jetzt habe ich Karte aus Versehen abgeworfen. Liftöffner brauchen wir nicht. Sylphscope brauchen wir auch nicht. Pokepuppe brauchen wir auch nicht. Pokeflöte lassen wir. Vielleicht kommen wir in diesem Part noch zu dem Relaxo. Und dann nehmen wir wieder die Karte mit, ne? Ganz, ganz wichtig, Leute. Habe ich jetzt mitgenommen oder habe ich die weggeworfen? Ich habe die mitgenommen. Okay, alles klar. So, dann werden wir in diesem Part, wie gesagt, noch nicht Koga machen. Er ist viel zu stark. Also jetzt, wenn wir jetzt Koga machen würden, wäre die Nuzlocke wieder zu Ende. Definitiv. Und ich glaube auch, wenn wir im nächsten Part machen, wenn wir wirklich in die Arena gehen, was ich vorhabe,
werden wir trotzdem mindestens ein Pokémon verlieren. Oder wenn nicht das ganze Team. Also ich weiß es nicht. Deswegen, ich glaube, Turtok wird nicht lange auf der Box bleiben. Und Kikli möchte ich auch bald wieder mitnehmen, aber... Und Akani auch! Also ich habe die Qual der Wahl, aber ich werde das Team erstmal so lassen, denn in diesem Part haben wir sowieso die Chance auf ein paar Encounter, Leute. Oh, Golbat, perfekt. Vielleicht ändert sich das Team in diesem Part wieder. Ich weiß es nicht, je nachdem, was kommt. Also wenn so ein legendäres Pokémon kommt, kann ich natürlich nicht drauf verzichten, dann muss ich es ins Team nehmen. Je nachdem, was kommt. Kreideschrei? Okay, interessant. Okay, Merlin besiegt. Merlin, wann erreichst du Level 28? Merlin muss erstmal auf Level 31 kommen. Denn ihr wisst, wir dürfen keine Highlight-Items im Kampf einsetzen und wir dürfen nur so viele Pokémon mitnehmen, wie der Arenaleiter selber hat, Leute. Ja, das heißt, es wird im nächsten Part wahrscheinlich ein 4 gegen 4 Kampf. Und er hat einfach Pokémon von 43 bis 50. What the fuck? What the fuck? Wie geht das? Wieso hat er so starke Mons? Ich verstehe es nicht. Was hat sich Game Freak dabei gedacht, Leute? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Was hat sich Game Freak dabei gedacht? Erika, die Arenaleiterin, hatte ja Pokémon bis, glaube ich, Level 33 oder 34. Und auf einmal kommt ein Koga mit dem O-Mod auf Level 50. Und stellt euch mal vor, dieses O-Mod ist jetzt ein Arctos, ein Zapdos, ein Lavados, ein Mewtwo, ein Simsala. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Stell mal vor, Level 50 Simsala spammt gegen mich Psychokinese. Was soll ich da machen? Was soll ich da... Er outspeedet alles und spammt Psychokinese. Was soll ich da machen, Leute? Deswegen müssen wir auf jeden Fall in diesem Part und im nächsten Part noch trainieren. Und vielleicht am Ende im nächsten Part werden wir dann zum Arenaleiter gehen. Je nachdem, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Oder auch im nächsten Part kommen. Aber ich denke mal, im nächsten Part werden wir die Arena machen. Fleckmon. Ist der schon Psycho? Nee, ne? Ich glaube, mit Lamos ist der erst Psycho. Okay, er ist Psycho. Ich habe nichts gesagt. Maxwell? Ja, wir müssen versuchen, unsere stärksten Pokémon zu trainieren. Ich möchte auf jeden Fall Simsala hochbekommen. Maxwell muss ich weiter trainieren, definitiv. Ja, dann ist die Frage, was wir noch so im Kampf im Part trainieren werden. Wir müssen uns dann im nächsten Part wahrscheinlich für 4 Pokémon entscheiden, ne? Es müssen dann natürlich unsere 4 stärksten sein. Jules habe ich ja versprochen, nehme ich auf jeden Fall mit. Und hier sollte es jetzt die Profi-Angel geben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder? Das sieht doch gut aus. Hey, hast du Hunger? Wir haben heute Burger im Angebot. Gebt mir doch die Profi-Angel oder soll ich dann Pikachu essen? Mann! Sonst wäre ich dann Pikachu als Köder ins Wasser. In den Teich wollte ich sagen, aber hier. Ach, da ist ja ein Teich. Ach, da gibt. Ach, ich glaube, hier gibt es die Profi-Angel, ne? Ja, ich glaube, hier war die Profi. Und dann können wir uns direkt angeln. Dann können wir uns direkt ein Pokémon angeln. Ja, ja, ja. Oder ist die Superangel? Ne, Profiangel, ne? Profiangel, okay. Dann können wir hier direkt versuchen, einen Encounter zu fangen. Und dann geht's ab in die Safari-Zone, Leute. Und da werden wir die VM Surfer auf jeden Fall holen. Sonst kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, Stärke kriegen wir auch. Oder Goldzähne oder irgendwas, ne? So, aber erstmal werden wir Pokémon fangen. Und es wird ein... Kabutops, Level 10. Wie schlecht ist das denn? Ich dachte, mit Profi-Angel wird es ein bisschen besser. Ja, komm, vielleicht bleibst du ja direkt im Superball. Wir werden auf Game of Kabutops fangen. Wassergestein, auch eine sehr coole Typenkombination. Absorber. Stimmt, es könnte Megasauger lernen. Ich habe ja TTM Megasauger, ne? Ich weiß aber, es bleibt erstmal auf der Box. So, wie können wir das schwächen? Scheiße, wie können wir das denn jetzt schwächen? Wie können wir dieses Pokémon denn jetzt schwächen, Leute? Wir könnten es mit Geowurf versuchen, mit Jules. Aber nee. Er wird doch mehr als 76, Shit. Ich hab nichts gesagt. Schalltier. Das Schalltier wird Slicer heißen, ja. Ich hab's immer damals Slicer genannt. Ich hoffe, ich schreib's nicht falsch. Ich weiß ja nicht, ob ich es jemals ins Team nehmen werde. Slicer. Willkommen in auf der Box. Slicer. Ja. Ja. Slicer. Komm. So, jetzt aber geht's auf in die Safari-Zone. Da kriegen wir hoffentlich bessere Pokémon, Leute. Steigen wir auf Fahrrad. Und cool, dass wir endlich unsere Items ablegen können. Ich habe das voll vergessen, dass es geht. Ich habe mich ja immer nur geärgert und keiner hat's mir in die Kommentare geschrieben. Was soll das? Was soll das? Hallo? Hä? Ach, hier ist der Markt, ne?
Marcel, wo bist du? Zerschneider, los! Dankeschön. So, Pokémon-Liga. Soweit sind wir noch nicht. Safari-Zone, let's go! Für 500 Dollar darf ich in die Safari-Zone gehen. Das mache ich auch gerne. Und jetzt tun wir mal unser Merlin rein. Und drücken dann auf Schutz. So, wir haben jetzt, glaube ich, 500 oder 600, 500 Schritte. So, wir drücken jetzt auf jeden Fall auf Schutz. Haben wir keinen Schutz? Nein, wir haben keinen Schutz! Okay. Ach, egal. Egal, dann fangen wir jetzt, egal was kommt. Angeln werde ich hier nicht. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ach, warte mal, wir gehen mal aufs Fahrrad. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht mal, wo wir lang müssen. Ich hoffe, wir schaffen das in 500 Schritten, aber ich denke schon. Irgendwo hier ging es doch lang. Okay, Leute, der Encounter. Wir dürfen nochmal suchen. Wir haben ja schon einen Arcani im letzten Part gefangen. Level 21, okay, das ist noch in Ordnung. Wir dürfen nochmal. Weil die Entwicklungsreihe haben wir schon. So, Item Plus. Brauchen wir nicht. Oder? Okay, neuer Versuch. Der Encounter. Electek. Okay, okay. Also, wenn wir es. Oh, 32, was? Komm, bitte bleib drin. Electek. Bitte. Nein! Ich bin traurig. Das war's mit unserem Encounter, Electek. Danke, Electek. War schön mit dir. Oh, Maxwell, was machst du hier? TM29, was ist das? Bitte Eisstrahl nochmal für Turtok. Dann nehmen wir es wieder ins Team. Wie okay, Jules? Jules hat doch schon die Psychogenese. Alter, wir müssen nicht bis Level 37 warten, Leute. Wir können es einfach jetzt schon beibringen. Wie geil ist das denn für Psykraft? Wie geil ist das denn? Warte, was hat denn Psykraft eigentlich gemacht? Egal. Wir finden die einfach TM-Psycho... Oh, ich hoffe, wir finden noch die TM-Eisstrahl, Leute. Weil wir haben ja die TM-Eisstrahl schon Dragon beigebracht, aber es kann halt auch Turtok. Und dann hätte Turtok noch eine andere Coverage, außer Surfer. Sonst hat Turtok nur Surfer. Wir werden Turtok sowieso früher oder später wieder ins Team nehmen, versprochen, aber... Oh, Porygon. Hey, hier gibt es ja geile Pokémon, ne? Wie in echt, in der Safari-Zone... was haben wir jetzt gefunden? Ihr wisst ja, in der Safari-Zone gab es immer die seltensten Pokémon. Kangama, Tauros, Chansey, also Chanera und wie sie auch alle heißen. Ein Superschutz haben wir gefunden. Ja, dann gehen wir jetzt direkt auf Superschutz. So, sind wir überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Elixier. Hier gibt es ja richtig viele Items, ne? Ist das geil. Gibt es ja auch versteckte Items? Ich dachte, wir sind auf Superschutz gegangen. Ah, okay, dann müssen wir... Jules mal nach vorne tun. Ja, okay, hier gibt es keine versteckten Items. Glaube ich. Aber hier gibt es richtig... Ja, hier wird auch nichts sein. Hier gibt es richtig viele, ne? So, ich glaube, wir müssen hier die Goldzähne finden und die VM Surfer. Ganz, ganz wichtig. Oh, Level 36! Was? Wie geil, ein Aquana! Oh, Aquana wäre ja cool. Leute, sind wir hier richtig? Ich will nicht noch ein... Ne, wir sind hier nicht richtig, ne? Ah! Verdammt. Ich will nicht noch einen Versuch haben. Bisaflor! Alter, was gibt es denn hier für Pokémon? Leute, sind wir richtig? Ich weiß es nicht. Wie viele Schritte haben wir noch? 87. Okay, das war's. Das war's. Ja, hier sind wir wahrscheinlich auch nicht richtig. Oder? Ach, nee. Eisen. Dann brauchen wir noch einen Versuch. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber ja, wer den Weg nicht kennt, der ist selber schuld. Wofür Poke? Warum ist die Zeit schon oben? Mann, ich will nochmal. Gib mir nochmal eine Chance. Weißt du, wir sind Part nur in der Safari-Zone, ist das langweilig. Tut mir leid. Aber ihr feiert das wahrscheinlich trotzdem. Ich glaube nicht, dass es für euch langweilig ist. So, nochmal. Wir hätten auch Schutz mitnehmen sollen. Egal. Was soll's.
Ich werde es jetzt ein bisschen schneller machen. So, hier war es, glaube ich, richtig. Und hier war es, glaube ich, auch... Hallo? Hallo? Hier war es, glaube ich, auch richtig. Ja, ja, ja. Oh, oh, mein Headset. Kukuna. Oh, was ein geiles Pokémon. Nicht. Alter, wie viele Pokémon kommen denn hier? Chillt mal. Ich darf euch eh nicht mehr alle fangen. So, waren wir jetzt hier richtig? Ne, hier war falsch. Ich glaube, hier müssen wir nach oben, ne? Ja, hier, ne? Oder waren wir hier gerade? Hier waren wir gerade, ne? Ne, hier waren wir nicht. Ne, ne, hier waren wir nicht. Hier ist richtig. Hm? Ist hier richtig? Oh, Aquana, dich hätte ich so gerne. 24, was ist 24? War das nicht... Moment. Oh mein Gott! Ja, Nico! Let's go, Dragon! Endlich eine neue Attacke! Für Donnerwelle, oder? Da haben wir Agilität noch. Oha, jetzt hat es Eisstrahl, bald Surfer, Donnerblitz. Ey, ich wollte diesen Part eigentlich trainieren. Wir halten uns hier viel zu lange auf, aber ich glaube, hier ist der Weg richtig. Paraheiler, okay, brauchen wir jetzt nicht. Hey, gibt's ja wirklich, hier gibt's ja wirklich alles. Also, ist krass, was es hier alles gibt. Na, wie viele Schritte haben wir noch? 173. Ich habe Angst, dass wir es wieder nicht schaffen. So, wo sind die Goldzähne? Okay, ich habe nichts gesagt. So. TM4. Oh, war das Erdbeben? Moment. Moment, 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 Moment. Mr. Fabu? Komm, Mr. Fabu, komm. Falls ein Pokémon sich boostet? Für Silberblick, falls ein Pokémon sich boostet, Wirbelwind? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Fühl ich. So, und hier haben wir, glaube ich, Surfer. Ja, hier kriegen wir endlich Surfer. So, haben wir das? Warte, haben wir das jetzt abgeholt? Ja. Und dann kriegt Dragon jetzt direkt eine neue Attacke. Bald auch Turtok, ganz klar, aber erstmal Dragon. Ja. Für Blubstrahl, perfekt. So. Jetzt wollen wir hier raus. Lass uns raus. Ah, ne, warte. Können wir das Surfer einsetzen? Ach, okay, ich brauche es in Ordnung. Ja, dankeschön. So, Leute, jetzt werden wir auf jeden Fall trainieren. Ganz, ganz wichtig. Jetzt werden wir wieder Simsala trainieren mit Psychonese. Oh mein Gott. Wir sind ja richtig mit Plus rausgegangen. Wir haben Donnerblitz, wir haben Surfer, wir haben Psychonese. Das ist geil. Das ist geil. Ja, komm, auf dem Fahrrad noch. So, dann werden wir die Zeit noch nutzen für Trainer. Ich hoffe, wir können schnell leveln. Und hier können wir noch einen neuen Encounter fahren, Leute. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir in diesem Part zwei Encounter. Warte, gab es hier nicht noch irgendwas? Ja, der gibt uns was, ne? Ja, habe ich nicht. Ich habe keine... Was für ein... EP-Teiler. Ja, brauchen wir eh nicht. Ja, egal. EP-Teile brauchen wir eh nicht. Für die Nuzlocke ist das blöd. Ja, zum Trainieren gut, aber... So. Machen wir erstmal die Trainer und dann können wir hier, glaube ich, einen neuen Encounter fangen. Ich glaube, das sind... Wir müssen mal gucken, ob es eine neue Route ist, aber sollte eigentlich eine neue Route sein. Wo wir noch nicht waren. Bisaknus. Perfekt für die Psychogenese. Leute, jetzt haben wir einfach zwei Psychomons im Team und Psychomons sind ja wohl die stärksten Mons, also die stärksten Typen im Spiel. In der ersten Generation. Ich glaube, die waren stärker. War die stärker als Drache? Drache hat ja die Schwäche Eis gehabt und Drache. Und Psycho hat keine Schwäche gehabt, ne? Unlicht gab es noch nicht. Geist hat nicht sehr effektiv getroffen. So wurde es mir auf jeden Fall gesagt. Ja. Das heißt, wir haben die zwei. Sind das die zwei stärksten Psychomons? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ja, komm. Werden wir jetzt hier direkt einen neuen Encounter fangen? Ich habe Bock. Ja, Route 15. Weil, Leute, ich glaube, nach der Route 15 kommt wieder eine neue Route. Schaut mal, wenn wir da hochgehen. Route 14. Ja, Route 14. Und da war auch noch nicht. Das heißt, vielleicht zwei Encounter noch in diesem Part. Let's go. Und wieso sind wir vom Fahrrad gestiegen? So, gehen wir was Gutes jetzt. Come on! Irgendwas Geiles! Ein Legendäres! Ach fuck, der kann sich in die Luft sprengen, ne? Ah, der kann sich in die Luft sprengen.
Das wird Merli nicht überleben. Ich brauche irgendwo, was es überlebt. Falls er sich in die Luft sprengt. Scheiße. Scheiße! Marcel, du überlebst das. Marcel! Tackle, okay. Kannst du es auch schwächen, Marcel? Ja, ne? Mit Schlitzer. Weil der crittet ja sowieso immer. Ja. Einigler. So. Einiger. So, bevor es Finale einsetzt, können wir das hier mal jetzt fangen. 5 Superbälle nur noch. Ah, wir haben ja einen Meisterball. Einen Meisterball haben wir auch gefunden, Papa. So, Georok. Ja, das wird auch ein Pokémon sein, was wir wahrscheinlich nicht ins Team nehmen. Deswegen nennen wir es einfach, ja, ich weiß. Also, meine Spitznamen sind sehr gut, ich weiß. Das wissen auch die meisten. Deswegen heißt es Stein. Ja, es heißt einfach Stein. Und wahrscheinlich, pass auf, jetzt kommt was richtig Geiles. Pass auf, jetzt. Lass mich raten, jetzt kommt was Geiles. Ja gut, das hätten wir schon. Ja gut, egal, komm, machen wir weiter. Machen wir weiter. Wir müssen hier die Trainer alle mitnehmen, bevor wir in die Arena gehen, Leute. Ich habe Angst vor der Arena. Diese Arena könnte unser Untergang werden. Von 4 Mons, wer es nicht verstanden hat am Anfang des Parts, 4 Mons von 43 bis 50. Also diese Arena könnte wirklich unser Untergang sein. Deswegen müssen wir höllisch aufpassen auf diese Arena und erstmal ein bisschen trainieren. Ich muss trainieren. Ich hätte die Biker auch alle mitnehmen sollen im letzten Part. Boah, der hat uns gequittet, ne? Der Sack. Boah, ich muss aufpassen. Boah, 1000 Erfahrungspunkte auf Merlin. So, und jetzt hat es bald Genesung. Ein Level noch, Leute, es hat Genesung. Das ist geil. Ein Level noch, es hat Genesung. So, welche Pokémon möchte ich jetzt eigentlich trainieren? Ja, Dragoran. Simsalat, Dragoran. Ja, Magneton und Maxwell, würde ich sagen, ne? Ach, Magneton und Maxwell. Magneton und Marcel. Ich fühle, gegen den Arena-Leiterkampf, diese 4 Mons. Oder Mr. Fabo mit Schwertanz, aber das könnte auch da hinten losgehen. Oder Jules statt Simsalar? Vielleicht ist Simsalar noch zu schwach? Ich weiß nicht. Vielleicht darfst du mir Simsalar erstmal noch zu Hause gegen die Arena halten, wegen Reflektor und Lichtschild. Oder wir nehmen... Boah, gute Frage, aber unterhalten wir uns nochmal im nächsten Part drüber. Oh, was? Oh nein, ich habe mich nicht geheilt. Ach, ich bin ein Idiot. Komm, Nico. Oh, ich hoffe, der hat keinen Drachenwut. Eisstrahl. Wir haben jetzt eine gute Coverage. Mit Surfer treffen wir die Feuer-Pokémon und die Gesteins-Pokémon. Mit Eisstrahl die Boden-Pokémon. Okay, mit Surfer auch. Die Drachen-Pokémon, die Flug-Pokémon. Und die Pflanzen-Pokémon. Und mit Donnerblitz treffen wir die Wasser-Pokémon, wogegen Surfer und Eisstrahl nicht effektiv ist. Also Nico hat eine sehr gute Coverage, muss ich sagen. Auch wenn es keine Flug- und keine Drachenattacke lernen wird. Ja. Oh, 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 Moment. Wenn es hier nicht reicht, könnte Schlitzer uns killen, wenn ein Volltreffer... Okay, also es reicht. Glück gehabt. So. Boah, gute Frage, was wir hier trainieren, ne? Auf jeden Fall Merlin. Auf jeden Fall das gute Merlin, Leute. Das steht fest. Komm. Let's go. Schau mal, vielleicht mache ich den Part auch länger. Schau mal. Aber erstmal jetzt Pepsi, ohne Zucker. Natürlich, aber wenn es scheiße schmeckt. Ja, wir können, also mit der Coverage können wir, achso, wir sind ja gar nicht mit Dragon. Können wir so viel effektiv treffen. Warum quittet so auf Psy-Strahl? Oh, Mew. Oh, oh. Mew wäre auch geil. Ich glaube, Jules hat das geschrieben, dass Mew ein Pokémon ist, welcher alle Attacken erlernen kann, ne? Das wusste ich auch. Also, das wusste ich mal, aber habe ich vergessen. Das ist krass. Das ist krass. Mew kann einfach, könnte alle TMs erlernen. Alle TMs und VMs. Das wäre krass. Das wäre echt krass. So, weiter geht's. So, die Trainer sind ein gutes Training. Definitiv. Evoli. Okay. Okay. Besiegt. 31 versucht, Genesung zu lernen. Perfekt. Jetzt rück ich auf Nein aus Versehen.
Ja, Konfusion brauchen wir sowieso nicht. Vielleicht brauchen wir ja noch Aussetzer irgendwie. Kann ja sein, dass wir irgendwie Aussetzer noch brauchen. Du, Flor. Killt. Und Evoli. Oh! Oh! Der ist auf Hochzüge gegangen, der Sack. Perfekt. So, dann geben wir Merlin wieder einen Super-Twank. Und werden diese Trainer hier weiter besiegen. Es werden so viele Trainer hier sein. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu besiegen. Ja, wir brauchen mindestens einen Pokémon Level 40, weil wie sollen wir gegen Omod ankommen, Leute? Wie sollen wir bitte gegen Omod ankommen? Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. Jetzt haben wir Genesung, stimmt. Ah, das ist geil. Jetzt haben wir Genesung. Da, Genesung ist geil. Also Simsala ist richtig geil. Gut, dass ihr geschrieben habt, Simsala. Ich glaube, einer hat auch Akani geschrieben. Jules, glaube ich, hat Akani geschrieben. Für Porenta. Oder nee, für Dra... Stimmt, du hast geschrieben, Dragon raus und Porenta raus für Simsala und Akani, ne? Also Akani werden wir auch noch ins Team. Turtle und Akani kommen auf jeden Fall noch ins Team. Spätestens vor der Pokémon-Liga. Auf jeden Fall werde ich mit diesen beiden Pokémon, wenn ich bis dahin überhaupt komme, in die Arena gehen, das ist klar. Ach, in die Arena, in die Pokémon-Liga. Und ich hoffe, wir finden noch Eisstrahl oder zumindest Blizzard. Weil dann hat Turtok 2 Coverage-Attacken, also Eis und Wasser. Und Turtok ist halt tanky, ne? Brauchen wir eigentlich für die Pokémon-Liga. Ganz, ganz wichtig. Tauboga. So, und jetzt ist es wichtig, Mr. Fabo im Team zu haben, denn wir können jetzt einfach Flieg uns eine Prismania City, bitte. Danke, Mr. Fabo. Und jetzt können wir heilen und dann können wir wieder zurück. So, geht ganz schnell. Fahrrad. Das spiel ich kurz. Okay, jetzt sind wir wieder hier. So, steigen wir wieder auf dem Fahrrad. Oh, Top-Elixier. Was machen wir nochmal Top-Elixier? Die APs nicht erhöhen, ne? Die APs wieder vollbringen, ne, glaube ich. Ja, ja. Irgendwas mit die APs wieder voll machen. Okay, perfekt. Los geht's, weiter geht's. Ah, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was wir noch so in Zukunft kriegen. Ob wir... Ja, vorlesen. Stellt euch mal vor. Koga hat ein Level 50 Lavados. Stellt euch mal vor mit Feuersturm oder so. Alter, ich bin gerippt. Ich bin gewippt oder mit Fliegen oder was? Mit zwei Coverage-Attacken. Ja, das wäre richtig krass. Das wäre richtig krass. Oh, Feuerwirbel ist auch sehr gefährlich. So. Schläft? Was? Wieso machst du ein Nickerchen? Alter. Viele Runden der schläft. 5 Runden oder so, ne? Merlin Level 33 schon. Krass. Das geht schnell bei Merlin. Werden wir auf jeden Fall erst noch ein bisschen trainieren. Stört euch das, dass ich bei solchen Kämpfen speede? Ich hoffe nicht. Ich möchte es halt auch schnell voranbringen, ne? So, hier kriegen wir, glaube ich, jetzt... Ja, genau. Da oben war noch eine TM. Das heißt, Marcel, dein Auftritt... Oh, ein Trainer. Komm. Lass uns kämpfen. Dann werden wir auch gleich, glaube ich, Marcel weiter trainieren. Sind damals auch cool. Brauchen wir Erdbeben, Geofissur, Schlitzer, Knogger. Oh, ich muss aufpassen vor. Ich darf nicht so riskant spielen mit Merlin gegen physische Attacker, Leute. Wenn jetzt eine Erdbeben gekommen wäre, wäre Merlin tot. Merlin hat keine Def und keine KP. Und ich denke, Psychokinese killt, aber es killt nicht immer alles. So, bitte was Gutes. 38. Oh, bitte Eisstrahl, bitte Eisstrahl, bitte Eisstrahl. Bitte. Oh, wir finden Feuersturm. Was? Ah. Okay. Ja. Oh, es könnte sogar Dragoran. Oh mein Gott, wir können Dragoran sogar Feuersturm beibringen.
Machen wir aber nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Das heben wir uns für Arcani auf. Okay, dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Part Arcani ins Team nehmen. Ja, Leute, ah, jetzt ist, ja, schwierig. Schwierig, also, ach ja, den Trainer hatten wir noch gar nicht. Jetzt, also jetzt ist es schwierig. Oh, 5 Mons. Oh, Mod, okay. Crit. Komm bitte, erreicht ein Level. Noch nicht, okay. Dann gegen Raupi. Auch nicht, okay. Gegen Zubat. Auch nicht. Nee, auch nicht, okay. Dann machen wir noch ein bisschen, machen wir noch ein paar Minuten den Part, auch wenn er sehr länger ist, aber ich möchte den Part noch ein paar Minuten lassen. Ich werde weniger speeden, versprochen. Versprochen. So, ich möchte jetzt auch, dass Merlin mal ein Level abbekommt, damit ich jetzt Dragon nach vorne tun kann oder Sandama. Wieso quittet immer Psychokinese? What? Die quittet voll oft. Oh wei. Okay, jetzt wäre Arcani cool. Nico. Boah, was trainieren wir jetzt? Gute Frage. Hypnose. Ja, das muss ich jetzt. Das werde ich jetzt spielen. Ja, er kann uns nichts, ne? Er kann uns nichts. Er kann uns nicht viel. Also, Dragon, das Gute ist bei Dragon, es resistiert so viel. Pflanze, ich glaube Gift, Wasser, Feuer, Bodenimmunität. Also, Dragon ist schon nicht ohne, ne? Und die Coverage ist auch mega gut. Und es könnte sogar Feuersturm, das wusste ich gar nicht, dass Dragon Feuersturm erlernen könnte. Weil die TM Feuersturm bekommen wir ja bald wieder. Das heißt, wir können es früher oder später auch Feuersturm beibringen, wenn wir wollen. So, und vielleicht gibt es hier noch eine neue Route, dann könnten wir noch einen neuen Encounter fangen in diesem Part. Ich will ihn aber auch nicht zu lange machen, den Part. Lavados, schon wieder Lavados. Warum so viele Lavados? Aber wir haben Surfer. Nicht schlimm, wir haben Surfer. Ja, jetzt gibt's mal Wasser, Leute. Erstmal Wasser. Okay, Machok. Okay, kann uns eh nichts, glaube ich. Nee. Ja, Slimer kann uns auch nichts. Und Radikal kann uns auch nichts. Besiegt. So, gab es hier nicht noch irgendwo neue Encounter vielleicht? Ah ja, doch, ah ja, komm. Die beiden machen wir noch, dann Encounter und dann beende ich den Part, komm. Die beiden, egal, wenn es noch 35 Minuten sind, ist auch egal. Oh. Wir sind ziemlich geschwächt, jetzt muss ich aufpassen. Marcel, komm, Marcel. Nicht so riskant spielen, Zelos, bitte. Aber warum bleibe ich denn drin, wenn ich sage, nicht so riskant spielen? Komm, triff, triff. Oh, Marcel. Max Bull? Boah, ich habe Angst, Leute. Wir schaffen nicht mal einen Pokémon auf Level 40 zu haben gegen Arena-Leiter. Wir werden es, glaube ich, trotzdem machen. Ich kenne mich. Ich werde es trotzdem machen. Weil wir können ja nicht, wir kommen ja sonst nicht weiter, wenn wir nicht gegen Arena besiegen, ne? Sonst können wir keinen Surfer einsetzen. Und ich glaube, die nächste Arena-Leiter ist die Psycho-Arena-Leiterin, ne? Da wo in der Stadt, wo wir kurz mal waren, wo wir die Psychogenese bekommen haben. Und da, erwartet uns noch die Sylph-Scope, ne? Glaube ich, war das so? Ich glaube, die Sylph-Scope ist da. Also dieser Kampf nochmal gegen Giovanni nochmal, ein Rückkampf. So, Kikli, ach ja, Kikli gibt's nicht mehr. Also Kikli gibt's noch, aber auf der Box. Werden wir vielleicht auch irgendwann wieder mitnehmen. Nein! Komm! Nein! Oh oh. Komm, komm! Marcel, ich glaub an dich! Geh auf Fissur, let's go! Komm, Marcel! Nein, Marcel, einmal noch, komm! Alle Geofisur daneben, Leute. Alles geht daneben. Ah, wenn das Ding die ganze Zeit jetzt Erholung spammt, wie sollen wir das denn... Oh, oh, oh. Bitte. Bitte kein Crit, bitte kein Crit, bitte kein Crit. Oh mein Gott. Okay, wir haben es besiegt. Oh mein Gott. Ich hatte gerade voll Schiss.
Wieso trifft auch Geofizo nicht, Marcel? Warum wolltest du kein Geofizo treffen? Ich verstehe es nicht. Okay, wir besiegen die nächste Nurse, die nächste Krankenschwester. So, machen wir noch schnell den Encounter und dann beenden wir aber auch den Part. Ah, warte. Können wir überhaupt hier einen Encounter fangen? Moment. Ja, können wir, ne? Ich glaube, das können wir. Ja, das können wir. Okay. Gut, Leute, dann fangen wir noch den Encounter. Und der Encounter wird sein für diese Route. Come on. Gib mir was Gutes. Gib mir bitte was Gutes. Wir haben Tauburger schon. Tauburger wäre cool, aber wir haben Tauburger schon, Leute. Deswegen brauchen wir es nicht. Deswegen dürfen wir auch nochmal. Wir haben die Entwicklungsreihe schon im Team. Deswegen darf man immer bei Nuzlocke immer neu suchen, wenn man dieses Pokémon die Entwicklungsreihe schon hat. Das gibt's nicht. Das ist krass. Als Encounter auf Level 30. Oh mein Gott. Wir können doch nicht drei Psychomons ins Team haben, Leute. Das geht nicht. Aber wir können es auch nicht auf der Box lassen. So. Leute. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ah, wir müssen noch einen Spitznamen geben, ne? Wir müssen ja noch einen Spitznamen geben. Moment. Ich guck mal kurz. So, der gute Aaron wird dieses Mewtwo. Du wirst auch mit 2a geschrieben, habe ich recht? Ja, Aaron. 19 Aaron 04. Dann nennen wir dich Aaron mit 2a. Ich hoffe, du freust dich, dass du ein Mewtwo bist. Ich weiß nur noch nicht, ob ich dich ins Team nehmen werde, aber ich. Leute, ich weiß es nicht. Aaron, habe ich dich richtig geschrieben? Ja. Willkommen im Team, Aaron. Oder auf der Box. Und ja, damit bin ich raus, Leute. Haut rein. Lasst einen gerne Daumen da oben da. Bis dann und ciao.